Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Jungen Wirtschaftsbeirats, ich darf Sie und euch sehr herzlich begrüßen zum heutigen ersten Jungen Wirtschaftstag 2015. Ich möchte zunächst ein paar Ehrengäste begrüßen, zuvorderst den soeben eingetroffenen langjährigen ehemaligen Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern, Dr. Edmund Stoiber. Ich möchte mich sehr herzlich auch bedanken bei dem zweiten Ehrengast, Herrn Dr. Frank Waltes, in dessen Haus wir nämlich heute zu Gast sein dürfen, bei der Versicherungskammer Bayern, die uns allen heute ein sicheres, feuerfestes Dach, nehme ich an, bieten wird. Des Weiteren möchte ich begrüßen Herrn Professor Dietmar Hahoff. Er ist geschäftsführender Direktor des Max-Planck-Institutes für Innovation und Wettbewerb und einer der herausragenden Protagonisten zum Thema Innovation. Schön, dass Sie da sind. Ich möchte auch begrüßen, er ist leider noch nicht da, Markus Blume, den Vorsitzenden der CSU-Grundsatzkommission, unser langjähriger Freund in JU und CSU immer gewesen. Er wird heute anstelle von Markus Söder, den ich leider entschuldigen muss, die Keynote halten. Markus Söder kämpft mit dem Flüchtlingsthema und zwar auf finanzieller Seite. Können Sie sich vorstellen, dass es da einiges zu tun gibt? Da bitte ich herzlich um Entschuldigung und Verständnis, dass Markus Söder heute leider nicht bei uns sein kann. Des Weiteren möchte ich begrüßen Herrn Dr. Rainer Bauer aus dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen für Landesentwicklung und Heimat. Herr Dr. Bauer wird den zweiten Impulsvortrag halten zum Thema Digitalisierung. Und ich möchte herzlich begrüßen Dr. Alexander Bode, den Bundesvorsitzenden des Wirtschaftsrates, des Jungen Wirtschaftsrates der CDU, also quasi unserer Schwesterorganisation. Des Weiteren möchte ich begrüßen Herrn Dr. Jürgen Kammer, den Vizepräsidenten des Wirtschaftsbeirates Bayern, sowie den Herrn Dr. Jürgen Hofmann, den Generalsekretär des Wirtschaftsbeirates Bayern, die Frau Landtagsabgeordnete Mechthilde Wittmann, den neuen Präsidenten des Bundes der Selbstständigen, Herrn Marco Altinger, sowie Herrn Eduard Kastner, den Vorsitzenden des Bezirks Ingolstadt des Wirtschaftsbeirates Bayern, Martin Kuchler, den Vorsitzenden des Bezirks Rhön-Saale des Wirtschaftsbeirates Bayern und last but not least meinen Vorstandskollegen Vincent Ellison. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben heute ein Thema: Zukunftsagenda Bayern. Wie ist dieses Thema zustande gekommen? Dieses Thema rührt daher, dass wir in unterschiedlichen Intensitäten die Frage diskutiert haben, wo steht Bayern heute, wie wird sich Bayern in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entwickeln. Ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass wir in Bayern, und das kann man an verschiedenen Diskussionen festmachen, wie vielleicht die dritte Startbahn, die Frage nach einem Olympiaprogramm, und auch die Frage nach Zukunftstechnologien durchaus eine gewisse Saturiertheit verspüren inzwischen. Und die Frage angebracht ist, wohin entwickelt sich der Freistaat? Was macht die Politik? Was unternehmen die wirtschaftlichen Akteure? Auch was kommt von Seiten der Zivilgesellschaft und von Seiten der Wissenschaft? Deswegen haben wir heute auch ein Programm zusammengestellt, das diese verschiedenen Facetten beleuchten soll. Es sind drei Faktoren, die in unseren Augen an der Stelle eine Rolle spielen. Das eine ist die Internationalisierung. Internationalisierung gerne als, ja, ich sage jetzt mal mittlerweile sehr stark strapaziertes Wort der Globalisierung gebraucht, erleben wir in diesen Tagen hautnah, indem Hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland, nach Europa kommen, die alle eine Vita haben, zum Teil eine akademische Vita, zum Teil keine akademische Vita, aber die in irgendeiner Form, da sind wir uns, glaube ich, einig, integriert werden müssen in die deutsche Gesellschaft und in den deutschen Arbeitsmarkt. Wir haben auf der anderen Seite das Thema der Innovation. Dazu wird Professor Haaf nachher einen Impuls geben. Die Frage der Bildung. Wir konkurrieren heute mit den verschiedenen Bildungszentren auf der Welt. China, USA, Indien. Es ist ein Riesenhunger nach Entwicklung, nach neuen Ausbildungsformaten, nach neuen Märkten. Und zu guter Letzt ein Megatrend, der uns schon seit einigen Jahren erfasst hat, der Megatrend der Digitalisierung. Es ist heute eigentlich nicht mehr vorstellbar, ohne Smartphone aufzuwachen. Ich sage immer, viele gehen erst ans Handy, bevor sie sich einen Kaffee machen oder unter die Dusche steigen. Und das sind Fakten, die wir natürlich berücksichtigen müssen und auch heute berücksichtigen wollen. Gleichzeitig entstehen Konzerne wie Google,
der mal eben für 3,2 Milliarden einen Thermostathersteller namens Nest kauft, was fast keiner mitbekommen hat in Deutschland, was aber geschieht. Sodass wir uns die Frage stellen müssen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten brauchen wir in Zukunft, um diese Entwicklungen zu begleiten. Wir haben heute mit Dr. Edmund Stoiber, den langjährigen bayerischen Ministerpräsidenten, bei uns, der, das darf ich sagen, das Erbe von Franz Josef Strauß, der bekanntermaßen Bayern von einem eher ländlich geprägten Staat zu einem Industriestaat gemacht hat, dieses Erbe ja nicht nur verwaltet, wie es häufig in der Politik leider der Fall ist, sondern hat dieses Erbe genährt und weiterentwickelt, nämlich vom Industriestaat in Richtung Hightech. Daran war nicht ganz unwesentlich auch der Präsident des Wirtschaftsbeirates Bayern, Otto Wiesholt, beteiligt als ihr langjähriger Wirtschaftsminister. Aber das freut uns umso mehr, dass Sie heute bei uns sind und ein Eingangsstatement halten. Ich möchte jetzt die Situation aber auch nutzen. Ich habe ja schon auf eine kleine Veränderung im Programm hingewiesen, dass Markus Söder leider nicht kommen kann, an etwas traurigen Moment in Erinnerung zu rufen. Es ist leider vor 2 Wochen unser Freund und langjähriger, ja, guter Ratgeber Dr. Rudolf Gröger von uns gegangen. Ganz, ganz überraschend. Er war heute, Sie wissen es, im Programm vorgesehen, die zweite Keynote zu halten. Dr. Gröger hat auch einen wesentlichen Beitrag für Bayern geleistet. Er hat nämlich den Mobilfunkkonzern O2, heute Telefonica, zu einem international agierenden Unternehmen gemacht. Und er war nach seinem Ausscheiden ein auch für mich freundschaftlicher oder befreundeter Ratgeber in meinem Unternehmen. Und er hat viele Unternehmen auch finanziert und weiterentwickelt. Ich würde Sie bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben für eine kurze Schweigeminute. Vielen Dank. Bevor ich möchte Ihnen jetzt an dieser Stelle gerne das Programm noch mal ganz kurz vorstellen. Wir werden nach dem Grußwort von Dr. Waltjes, das Eingangsstatement von Dr. Stoiber hören. Bayern im 21. Jahrhundert, wie bleiben wir in der Champions League? Vielleicht schicke ich die Frage voraus, wie gewinnen wir die Champions League? Durchaus auch erlaubt sein, die Frage zu stellen, nicht nur mitzuspielen, sondern auch ganz oben zu sein. Im Anschluss werden wir den Themenblock 1 zum Bereich Innovation haben, mit dem Impuls von Professor Haarhoff und einer Podiumsdiskussion, die Oliver Stahl, selber erfolgreicher Gründer und Geschäftsführer mehrerer Unternehmen, unter anderem der Entelos AG im Bereich Energie, smarte Energiesysteme, auch ein wichtiges Feld. Anschließend wird Markus Blume seine Keynote zum Thema die unheimliche Kraft der Digitalisierung halten. Wie wird das nächste Wirtschaftswunder schaffen? Wird sicherlich auch ein interessanter Impuls werden. Danach haben wir für alle, die vom Digitalisierungsfieber längst ergriffen sind, eine Smartphone-Pause eingeplant, dankenswerterweise auf der Dachterrasse mit einem schönen Blick auf das Maximilianeum. Im Anschluss werden wir 4 Mini-Pitches sehen. Mini-Pitches von Unternehmen aus Bayern, made in Bavaria, die aussichtsreich sind, die zum Teil schon gut finanziert sind und die aus diesem Umfeld, das wir heute sicherlich auch näher beleuchten wollen, bereits kommen und gucken wollen, wohin geht die Reise für diese 4 Unternehmen. Im Anschluss danach haben wir ein kurzes Grußwort von Dr. Alexander Bode, meinem Pendant im Bundesvorstand des Jungen Wirtschaftsrates. Und danach den zweiten Themenblock zum Thema Digitalisierung mit dem Impulsreferat von Dr. Bauer aus dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen, Landesentwicklung und Heimat. Und dann die Podiumsdiskussion, die freundlicherweise ja auch heute mit sponsernde Nikolai Kohlef für das Unternehmen Deloitte Digital leiten wird. Auch Nikolai Kohlef ist ein erfolgreicher Gründer, der auch einen guten Exit hingelegt hat. So viel darf ich auch sagen. Wir sind ja alle auch Unternehmer, weil wir Geld verdienen wollen. Lieber Nikolai, schön, dass du die Podiumsdiskussion leitest. Im Anschluss werden wir dann ein kleines Networking-Buffet haben auf unsere Einladung und da freue ich mich dann schon auf die Gespräche. So, das soll es jetzt gewesen sein von meiner Stelle. Ich wünsche allen anregende Gespräche, schöne Diskussionen und einen guten Nachmittag. Danke.